Mit diesem Buch zelebrieren wir den 350. Geburtstag der wohl größten und bekanntesten Pastellmalerin, die je gelebt und gewirkt hat, Rosalba Carriera. Wir heben ihr Werk, das mit rund 70 Pastellen in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden so umfangreich betrachtet werden kann wie sonst nirgends auf der Welt, auf die Bühne. Wir geben Einblick in einzelne Werkkomplexe und betten es ein in ihre Heimatstadt Venedig. Vor allem aber möchten wir Rosalba Carriera in ihrer Rolle als Künstlerin betonen, die sie wie keine andere außergewöhnlich souverän ausfüllte und gestaltete. Was mich überrascht hat, vielleicht weniger ein ganz konkretes Werk als die sehr komplexe Maltechnik von Rosalba Carriera, wie sie mit verschiedenen Schichten von ihrer Kreide auf das Papier die Körper, die Gesichter, die Haare, die Kleidung moduliert, vor allem aber auch den Schmuck mit Perlen und Diamanten und Edelsteinen so perfekt formte, dass man eigentlich eher meinen würde, mit dieser Pastelltechnik lassen sich solche Steine mit ihren Lichtreflexen und der Schärfe der Diamanten gar nicht wiedergeben. Und zu Rosalbas Technik zählt jetzt zum Beispiel auch, dass sie Spitzenmaterialien, Textilien mit dem Bleistift in die sehr hellen und pastosen Flächen geradezu hineingeritzt hat, dass man eben bei sehr, sehr naher und sehr detailreicher Betrachtung betrachten kann und was fast abstrakt erscheint. Die Erwartungen an Buch und unsere Ausstellung ist natürlich, dass wir möglichst viele Leserinnen und Leser mit diesem Buch begeistern möchten, aber auch möglichst viele Ausstellungsbesucher und Besucherinnen nach Dresden in unsere Galerie holen, um vor allen Dingen hier das Werk der Malerin Rosalba kennenzulernen und dass sich auch der Name Rosalba so einprägt, denn es war ja so, dass sie wie bei Leonardo, wie bei Michelangelo oder wie bei Rembrandt bereits zu ihren Lebzeiten die Ehre zuteil wurde, mit ihrem Vornamen als bekannte Marke gehandelt zu werden. Und der Erfolg, den sie in ihrem Leben durch ihr Werk hatte, brachte ihr doch so viel Vermögen ein, dass sie als Ernährerin der Familie galt und vor allen Dingen auch interessanterweise den Palazzo, wenn auch den kleinen, bescheidenen Palazzo am Canal Grande bewirtschaften konnte. Manch einer mag die Porträtkunst des späten Barock, des Rokoko, als steif oder schwülstig empfinden. Dies trifft vielleicht auch in einigen Teilen zu, waren doch die Konventionen und die Etikette der damaligen Zeit viel strenger und mehr auf Abgrenzung ausgelegt. Wollte man dazugehören, musste man sich diesen Regeln unterwerfen. Carriera jedoch, die besonders in ihrem späten Werk, ganz besonders ihren weiblichen Modellen, eine ungeheure Präsenz, nicht nur körperlich, durch etwa keck geneigte Köpfe, sondern auch psychologisch, die vor Selbstbewusstsein strotzende Frau darzustellen. Carriera entwarf einen neuen Darstellungstypus von Frau, und sie reagierte damit nicht auf ein Bedürfnis, sondern sie schuf mit ihren Bildern erst den Wunsch der Frauen, in so einem Bild, in solch einer Pose festgehalten zu werden. Vielleicht kann man auch noch sagen, dass Rokoko heute im Kunstgewerbe, im Design und in der Mode sehr wohl präsent ist und als Inspirationsquelle genutzt wird. Zu den Klischees des 18. Jahrhunderts gehörte im Bereich der Kunst, dass Frauen zwar ein gewisses intellektuelles Niveau erreichen und auch in der Kunst reüssieren konnten, aber niemals an die Genialität des Mannes heranreichen. Wie viel sich seitdem geändert hat, mag jeder selber beantworten. Rosalba jedoch hat bewusst sich in den damals oft als mindere Kunstgattungen angesehenen oder Nischen der Malerei, in diesem Falle der Miniatur- und der Pastellmalerei, betätigt. Sie hat es hier nicht nur zur Perfektion, sondern auch zur akademischen Auszeichnung gebracht. Und das, obwohl ihr selbst eine akademische Ausbildung ja verwehrt blieb. Sie verhielt sich extrem strategisch in ihren künstlerischen, aber auch in ihren privaten Entscheidungen und verfolgte unbeirrt ihren Weg. Wie kaum sonst einer auch vielen männlichen Kollegen in Venedig. Und nicht umsonst kursiert die in meinen Augen absolut zutreffende Beschreibung von ihr als Queen of Pastel oder Königin des Pastells. Das Werk Carrieras ist sehr umfangreich, relativ gut dokumentiert. Sie hat ein Tagebuch geführt, als sie in Paris 1720-21 war. Ihre Korrespondenz ist überliefert, was sehr wertvolle Einblicke in ihr Leben und auch in ihr Werk natürlich gibt.
Dennoch gibt es einige weiße Flecken in dem Oeuvre von Caiera, besonders was ihre Ausbildung, was die Entwicklung der Motive, die Beziehung zu anderen Künstlern oder auch die Arbeitsteilung in ihrer eigenen Werkstatt anbelangt. Es gibt darüber hinaus auch noch, zumindest bei unseren Werken hier in der Gemäldegalerie Alte Meister, einen großen Forschungsbedarf, was restauratorische und materielle Fragen angeht. So hat sie beispielsweise immer auf blauem Papier gemalt. Wir haben aber gesehen und festgestellt, dass sie auch auf ockerfarbenem oder grauem Papier gemalt hat. Und auf Leinwand. Auch das ist bislang in der Forschung relativ unbekannt. Offen muss weiter bleiben, dass auch die Restaurierung von beschädigten Kunstwerken manchmal bleiben muss, wie sie sind, da diese fragilen Werke, wenn sie einmal ihre Malschicht, ihre Pastellschicht verloren haben, leider nicht mehr wiederhergestellt werden kann, da es keine Rosalba Caiera mehr gibt.